Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Verbündeter der Netherschwingen anzunehmen bei Karinaku im Schattenmondtal an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Vorquest war Suluhet der Geschlagene. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte euch aber auch in BC Classic helfen. Normalerweise passiert da genau dasselbe. Nun darf man ein bisschen zuschauen. Sieht an sich schon beeindruckend aus. Und er sollte uns zurück zu Mordenei bringen, angeblich, laut der Quest. Aber sei mal gespannt, ob es auch wirklich so ist. Ich bin übrigens auch auf Facebook unterwegs. Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr noch da einen Link zu Twitter. Und worauf ich ein bisschen stolz bin, ich bin jetzt auch auf Twitch unterwegs. Und da läuft es schon ziemlich gut. Also dürft ihr gerne mal vorbeischauen und euch ein bisschen vielleicht unterhalten lassen, würde mich sehr freuen. Und ich habe es auch noch geschafft, auf YouTube die Kanalmitgliedschaft zu aktivieren. Also falls es euch interessiert, einfach draufklicken. Falls nicht, bitte ignorieren. Keiner wird zu was gezwungen. Ui, zwei Drachen. Neltaraku und Karinaku. Ach, das ist das Weibchen von Neltaraku. Okay, das ist mir damals in Burning Crusade nicht aufgefallen. Cool. Quest ist abzugeben bei Mordenei im Schattenmondtal. Soweit ich weiß, in diesem Gebiet. Der patrouilliert normalerweise umher. Keine Ahnung, ob er bei dieser Quest die bestimmte Position beibehält. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr mein Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, Videobeschreibung, Link zum Twitch-Kanal. iZocke, Ende.